Neues vom Känguru. Mit Marc-Uwe Kling. Findest du nicht auch, dass die Welt viel zu unübersichtlich ist und alles viel zu schnell geht? Fragt das Känguru. Sag ich. Deshalb habe ich beschlossen, ab sofort alles in nur noch zwei übersichtliche Kategorien einzuteilen. Meins und deins? Quatsch, das sind noch bürgerliche Kategorien. Ja. Ich habe ein Wertesystem jenseits von meins und deins entwickelt, ruft das Känguru mit Pathos. Durch lange Studien habe ich herausgefunden, dass die einzig relevante Einteilung der Postmoderne lautet, witzig oder nicht witzig. Es macht eine bedeutsame Pause. Witzig oder nicht witzig, wiederholt es. Das ist hier die Frage. Und damit ich nicht immer wieder alles aufs Neue einteilen muss, habe ich mir zwei praktische Stempel anfertigen lassen. Es fischt ein Stempelkissen aus seinem Beutel und kramt nach den Stempeln. Unser Telefon klingelt. Ich schlage mit der linken Hand auf den Sprechmuschelteil des Telefonhörers, woraufhin dieser von der Gabel in die Luft schnellt und am höchsten Punkt von meiner rechten Hand verfehlt wird. Er fällt zurück auf den Tisch und zertrümmert meine Kaffeetasse, deren heißer Inhalt sich über meine Hose ergießt, weswegen ich plötzlich aufspringe und gegen die Deckenlampe stoße. Daraufhin setze ich mich wieder, nehme den Telefonhörer in die Hand und sage, am Apparat. Das Känguru drückt mit seiner rechten Pfote einen Stempel erst ins Stempelkissen und dann auf meine Stirn. Witzig, ruft es. Dann zieht es mit der anderen Pfote ein Handy aus seinem Beutel und ich höre im Telefonhörer das Känguru kichern. Es steht von der Couch auf und hüpft Richtung Küche. Weißt du, dass 63% aller Handytelefonate in Sichtweite geführt werden? Fragt es übers Telefon. Echt? Frage ich. Stimmt das? Irrelevant, mein Freund, sagt das Känguru. Wahr oder falsch ist sowas von 20. Jahrhundert. Diese Information war witzig. Das allein rechtfertigt sie. Weißt du, was ich witzig finde? Frage ich. Dieser Spaß hier kostet dich mit deinem Prepaid-Handy 29 Cent pro Minute. Nee, ich telefoniere von deinem Handy. Ich dachte, jetzt legst du auf. Nee, sag ich. Flatrate. Warte mal kurz, sagt das Känguru. Da klopft ein anderer Anrufer an. Ja, hallo? Fragt es. Dein Handy liegt hier bei mir im Wohnzimmer, sage ich über das Kängurus Handy. Ich habe die Karte von deinem Geld gekauft, sagt das Känguru. Ich kann nicht gewinnen, sag ich. Nein, sagt das Känguru belustigt.